Ja, Waschlappen, die machen wir ganz einfach fertig. Könnte ich eigentlich mit Baseballschläger reingeben, könnt Don Tartaglia töten. Warum machen die jetzt nur so Fass auf? Meine Fresse, ey, man kann es auch übertreiben. Ein Tod von einem Menschen, muss man gleich so ausrasten oder was? Ganz offensichtlich, welche Mitte ihr hattet. Keine stolzen Mutters, jedenfalls mal. Weg. Und sagen nur, haben die für extra gemacht, weil wir jetzt nach Brooklyn fahren müssen, weil es ja angeblich dann zu langweilig wäre. Wir müssen sie gleich mal ihr 5000 Kunos in uns herschicken. Mit Tommy ganz auch. Wohl bemerkt. Das sind ja nicht die Einheits-Kunos. Müssen gleich die Übertriebenen sein. Oh Junge, geh mal doch nicht auf die Eier! Meine Fresse, ey! Kann man so übertreiben! Langt jetzt! Gott, wir haben euren Boss umgebracht. Mein Gott, dann muss er uns jetzt verfolgen, bis wir sterben. Ich kann nicht sterben. Ich bin ein Capo mit der Street Sweeper. Könnt ihr vergessen. Immer diese Ausrast-Action bei denen. So, bin ich. Hilfe! Hilf mir denn niemand? Nein, dir will niemand helfen. Geschafft. Schnapp dir ein paar Watt. Du weißt, wo es hingeht? Tartaglia hat sich irgendwo mit einer Nutte ein Zimmer genommen. Heißt das, du weißt nicht, wo er ist? Ich weiß nur, dass es ein Begleitservice ist. Muss hier irgendwo sein. Ja, das ist sehr schlau von dir, Rocco. Ehrlich, voll schlau. Hallöchen. Willst du dich amüsieren, Süßer? Ja, aber nicht mit dir, Baby. Komm in San Sebastian, wenn du einsam bist. Glaub, dann will er wohl in San Sebastian sein, ne? Jetzt reißen wir uns die Tartaglias noch auf. Was ist mit den Rumtreibern? Hallo. Was willst? Wie zufrieden sind Sie mit Don Tartaglia? Bezahlt er Sie angemessen? Jetzt verstehen wir uns. Er ist oben. Du kannst ihn vermutlich hören. Alles klar. Die sind so bestechlich, ne? So schlicht. Er darf nicht entkommen! Tartaglias, ihr seid Lappen. Gib's doch auf. Zack. Ist mir so scheißegal, wer war. So. Rocco, was geht? Du triffst dich mit El Neri vor dem Polizeirevier. Alles klar. El Neri im Polizeirevier Little Italy. Mama. Und nächste Szene. Ah, ich habe gar nicht erzählt, wie Don Cunio verreckt ist wegen dem ganzen Aufgang, wo die da uns gegeben haben. Michael Rizzi, gehe hin in Frieden und der Herr sei mit dir. Amen. Der Gute ist immer so arrogant.
Erlaub, Don Cuno ist eigentlich nicht vor in der Tür gestorben, sondern er wurde in der Tür eingeklemmt, in so einer Drehtür, einer alten. Und dann wurde er einfach erschossen, also von Willi. Und Rocco hat ihn halt, während er mit der Nudel geschlafen hat, getötet. Das ist auch ziemlich nice. Aber Don Mazzini hat, glaube ich, den besten Tod. Ich spoilere jetzt nicht, warum. Weil mit dem haben wir ja noch eine Rechnung offen und das wird uns vielleicht ganz schön viel Spaß machen, ihn zu töten. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Jedenfalls gehen mir die Tartalias jetzt auch um den Sack oder was? Deine Mutter ist kugelsicher. Obwohl, nee, geht ja gar nicht. Sie hat ja dich gezeugt. Oh, Jungs! Langt! Wow. Wiedersehen. Das hat es gepackt. Oh, ein Bock. Biene da. Aussteigen. Boah, so und das. Wiedersehen. Wir sind die Tartalias! Du hast uns sicherlich schon lange nicht mehr gesehen! Langt jetzt. Ganz ehrlich, es langt jetzt. Geht weg jetzt! Komm mal! Ich spreche Spanisch! Was war das? Stoppt einfach mal ein Auto. Ja, schön für dich. Bam! So, jetzt lass uns das Ende stecken. So, alles klar. Das ist der El Fini oder wie auch immer der heißt. Alneri, meine ich. Feines Outfit, Al. Wie lautet der Plan? Barzini hat einen Termin im Gerichtsgebäude. Er müsste bald rauskommen. Beeilen wir uns. Okay, wohin? Fahr den Wagen darüber und stell ihn ab, wo ich es dir sage. Alles klar. Wir benutzen dieses Polizeiauto, damit wir nah genug rankommen. Wenn Barzini rauskommt, versuche ich ihn umzulegen. Kann aber sein, dass du mir dabei helfen musst. Sobald er auf der Treppe ist, knall ihn ab. Die Schüsse rufen natürlich die Bullen auf den Plan. Wir müssen also schnell verschwinden. Ja, ist ja nichts Neues. Park hier, wir dürfen nicht zu nahe ran. Warte beim Auto und gib mir Deckung. Ganz ruhig. Da geht's los! Bam! Bam! Töten Sie Don Barzini! Alles klar! Erstmal weg hier! Ah! Du wurdest umgebracht! Fuck nein! Ach Gott sei Dank gibt's einen Kontrollpunkt! Ich dachte gerade eben schon! Aber die haben uns halt voll umgenietet, das war klar. Warte beim Auto und gib mir Deckung! Ja, sehr gut. Ganz ruhig. Er wird keinen Verdacht. Fuck! Kommt auch dem Besten vor. So, das müssten die letzten Barzinis gewesen sein, oder? Ja, da ist er. So. Wir beide haben eine Rechnung offen, mein Kollege. Ich wusste es. Ich wusste, dass du es bist. So, mein Freund, wir haben ein kleines Date. Knall ihn ab.
So, Wiedersehen. So, jetzt müssen wir entkommen. Dann fahren wir am besten in ein Versteck, oder? In ein Hotel oder so. Ah, dann müssen wir gleich nur um die Ecke fahren, alles klar. Oh, jetzt werft uns die Polizei! Ich krieg die Krise, Mann! Nein! Du schießt, weil du behindert bist! Das hat ganz andere Parallelen! Hallo, Corleones, helf mir! Ich werde getötet. Ach, es ist geschlossen. Du willst mich verarschen. Wie soll ich hier jetzt entkommen? In einen Stadtteil fahren oder was? Ja, fahren wir nach Mitte. Es brennt auch noch die Karre, ey. Super. Super! Jetzt gibst du mir dein Auto. So, wiedersehen. Geh doch weg. Freunde, ich finde das nicht sozial, was er gerade eben mit mir abzieht. Mit eurer scheiß Popgun, ihr kriegt mal auf die Eier! Ja, ich bin entkommen. So. Telefon klingelt. Kleiner Tom hier. Du musst zurück zur Kirche. Vermassel das jetzt nicht. Ich bin doch entkommen. So, Auftrag erledigt. Wunderbar. Kennen Sie die Taufe in Little Italy zurück? Oh Mann. Müssen wir uns beeilen. So, da bin ich. Hallo. Kennt ihr mich? Ich bin's. So, Feiertaufe haben wir geschafft. 175.000 Respekt und 150.000 Dollar. Wunderbar. Supidupi. So. Was geht? Sie sind alle wieder auf dem Anwesen. Du solltest auch hinfahren. Sofort. Alles klar. Treffen Sie sich auf dem Anwesen. Call uns mit Michael. Gut, nochmal. Schwache Kopf, Schrumpfkopfe.
Ja, gucken wir jetzt erstmal Fähigkeiten, können wir wieder verbessern. Zack. Jo, da sind wir. Was geht? Da sind wir. Glückwunsch, Sie wurden zum Capo Decina befördert. 200.000 Respekt, $150.000 Beförderungsboni und Zahltageinnahmen wurden erhöht. Gut, gut. Oh, dann wurden wir schon wieder mit Aufstieg belohnt. So. So, Clemens, was gibt's? Wenn du eine Familie erledigen willst, musst du in ihr Hauptquartier. Das schaffst du aber nur, wenn du bis an die Zähne bewaffnet bist. Schieß dir den Weg durch die Straßensperren frei und dring in ihre Festung ein. Dann deponierst du in beiden Gebäuden eine Bombe und bumm. So, neuer Auftrag. Schalten Sie alle 4 Familien aus, indem Sie Ihre Anwesen in die Luft sprengen. Aber Kollege, du bist jetzt nichts mehr wert. Du kannst gehen. Nein, ich will dich nicht mehr. Ich habe seit einem Monat keinen mehr verprügelt. Ich warte hier, bis du fertig bist. Du schickst mich tatsächlich nach Hause? Zisch ab. Ich brauch dich nicht mehr. So. Ich brauch Hilfe bei einem Job. Der kostet uns 5.000, aber ist, glaube ich, wert. Alles klar, Boss. Wir sind im Geschäft. Gut, gut. Dann fangen wir mal an, ne? Ist eine Hauptmission. Ich will auch mit. Oh, reg dich doch nicht immer so auf. So, jetzt gehen wir natürlich systematisch nach meinem... Systematisch nach meinem System, ja. Wir werden als erstes zu den Tartalias gehen, dann werden wir zu den Strategies gehen, dann zu den Kunios und als letztes die Barzinis. Jo, suchst du was Bestimmtes? Die habe ich jetzt. Bereit, ein Anwesen hochzunehmen? Jop, wir sind bereit. Auf geht's. Wenn wir die ganze Zeit so nebenbei noch die ganze Zeit rumfahren, dann können wir uns auch noch um die Hotels kümmern, wo dann noch so offen stehen. Weil wir haben jetzt wieder sehr viel Geld und ich glaube, das reicht, um alle zu kaufen. Das ist schon Level 43, ne? Wir sind schon eigentlich voll hoch. Aber ich sollte mal speichern, dass ich jetzt den Fortschritt nicht verliere. Das wäre vielleicht angebracht. Ja, wir müssen ja eh rüberfahren. Ja, das ist ja gleich das Hotel. Im Moment ist es ja unter der Brücke, ne? Jo, ist aber nicht weit weg. Alles klar. Also ich freue mich nicht auf die Barzini-Villa bzw. aufs Anwesen, das wird so scheiße. Merkt jetzt schon, ich würde wahrscheinlich schon eine Straßensperre total fehlen. Da müssen wir echt mit Plan rangehen. Tartalias ist jetzt kein Problem, die baller ich in der Pampe einfach mal so weg, wie sie es brauchen, aber ja, da wird es schon ein bisschen schwieriger bei den Barzinis. Bei Kunis auch eigentlich, bei Strachis, naja,
geht so ins Mittelmaß, aber Tartaglias werden wir wahrscheinlich nicht so Probleme bekommen. Das habe ich früher sogar als mit dem Rang Soldat gemacht, also von daher ist es echt keine Bedrohung für uns. Aus dem Weg! Jo, gehen wir schnell in die Hotel hoch. In die Hotel.